Servus und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ark Survival Evolved mit mir, dem Olli und dem lieben Grumpy. Und ja, der Server hat sich erholt, es gab ein großes Update, es kamen neue Dinosaurier dazu, deswegen ist die letzte Folge wahrscheinlich auch 5 Minuten kürzer, als ihr es gewohnt seid. Habt ihr gesehen, wir können nichts dafür. Und nahm ein jähes Ende. Und nahm ein jähes Ende. Ja, genau. Ihr habt es ja gesehen bei mir, wir konnten da nichts dafür, bei mir habt ihr noch den Abschlussbildschirm jetzt gesehen. Ja, ist halt so, Mai haben wir halt ein Update gekriegt, was soll's. Aber gut, sorry auch nochmal dafür an meine Leute, es tut mir wirklich leid. Können wir nichts dafür. Hat jetzt in der realen Welt ungefähr so eine halbe Stunde gedauert und dann war das Update auch wieder da. Ja. Ja. Das heißt, wir machen jetzt einfach weiter, also, ne, wir hoffen, es kommt nicht wieder vor, da müsst ihr halt, habt ihr ja gesehen. Es ist halt, wir können es ja gar nicht oft genug sagen, ne? Ark ist halt ein Alpha-Spiel und es macht uns auch wahnsinnig wütend, wenn sowas passiert, gerade bei der Aufnahme. Vor allem heute. Ja, heute ist irgendwie so ein bisschen der Wurm drin, ne? Kannst du auch nichts machen. Nicht unser Freund. Absolut. Zumindest deiner nicht, also bei dir läuft halt gar nicht. Nee, bei mir ist alles im Argen heute. Im Arken. Da kannst du machen, was du willst bei mir. Irgendwie. Ah, jetzt hoffen wir mal, dass es jetzt rund läuft und alles klappt und alle glücklich sind. Oh ja. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Worüber haben wir gerade vor einer halben Stunde noch geredet? Ja, das ist jetzt natürlich folgenübergreifend. Es ging um Studium. Ja, ach, eine Sache. Weiß auch gar nicht. Eine Sache wollte ich noch fragen dann. Ja. Aber erzähl du erst. Wenn du gleich was rauszuhauen hast, dann mach du erst. Ja, irgendwie war ich gerade mittendrin, als es abgestürzt ist. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt genau war. Also von dem her, weiß nicht. Ja, ich wollte fragen, wie lange man eigentlich studiert? Wie viele Semester in der Regelstudienzeit? Ich glaube, Regelstudienzeit sind 7 Semester. Echt? Nur 7? Allerdings, naja, gut, danach kommt das erste Staatsexamen und dann hast du nochmal 3 Jahre fürs, glaube ich, 2 oder 3 Jahre fürs zweite Staatsexamen. Quasi wie so ein Bachelor-Master dann ist das ja. Ne? Genau. Unterm Strich kommt es aufs Gleiche raus. Ist aber, während Bachelor und Master an der Uni gemacht wird, ist Uni-Laufbahn beim Jurastudium relativ kurz und danach kommt ja dann praktisch der staatliche Dienst. Genau. Das Staatsexamen 1 und 2. Da arbeitest du dann quasi auch schon beim. Du machst praktisch sowas Anwalt, wie eine. Ne? Also fürs zweite, wenn du das erste Staatsexamen hast, bewirbst du dich beim, glaube ich, beim Oberlandgericht hier in der Region dann, bekommst dann eine Zuweisung zu einem Landgericht und arbeitest dann dort, glaube ich, 2 oder 3 Jahre sind es, ich weiß gar nicht genau, arbeitest du zu Gericht, du arbeitest einem Richter zu, du arbeitest vielleicht in der Kanzlei bei einem Anwalt, du machst dies, du machst das und irgendwann machst du dann einfach irgendwie, glaube ich, 14, 15 Klausuren. Krass. Und das ist dann praktisch dein Staatsexamen, dein zweites. Und danach bist du Volljurist. Voller Jurist. Beziehungsweise Anwalt und wenn du gut genug bist, kannst du dich dann sogar als Staatsanwalt, Notar oder Richter bewerben. Cool. Ja, ist schon, ich finde die Juristerei auch immer ziemlich interessant. Also, wir hatten da auch im Studium immer so Medienrecht und so Schutzrechte halt irgendwie. Also, Urheberrecht und das ganze Zeug halt. Recht am eigenen Bild und so weiter. Wen darf ich in welcher Situation wie fotografieren und wann muss ich halt aufpassen. Und das hat mir schon Spaß gemacht auch. Also, ich fand das immer sehr interessant. Auch wenn man immer sagt, es ist so viel Paragraphenwälzen, ist es eigentlich gar nicht. Meistens gibt's, sind diese Lösungen eindeutiger, als man denkt. Und auch die Paragraphen, wenn man die einfach in Ruhe durchliest, dann hast du ja auch nicht dieses, ist ja oft so wie in AGBs oder so, dass da dann ja dieses krasse Beamtendeutsch halt ist irgendwie. Das hast du da eigentlich, finde ich zumindest, im Medienrecht, da wo ich mich halt ein bisschen auskenne, hast du es eigentlich nicht so. Da ist eigentlich alles eindeutig formuliert. Und gerade beim Medienrecht muss man sagen, die Sachen sind auch meistens so, dass du von vorne, wenn du von vornherein ein schlechtes Gewissen hast oder ein schlechtes Gefühl hast, ob man das jetzt darf oder nicht, darf ich jetzt die Musik für das Video verwenden und dann noch monetarisieren, weil ich dann ja zustimme, dass es komplett mein Eigentum ist, ja, dann ist es eindeutig, dass du es nicht darfst, natürlich. Also, die sind da auch nicht so weit hergeholt, die Paragraphen, finde ich. Wobei, was das angeht, ändert YouTube nochmal einiges. Und auch YouTube mit seinen eigenen Gesetzen plus das Fair-Use-Gesetz ändert ja nochmal einiges, was das Eigentum und die Monetarisierung angeht, sonst könnten YouTuber überhaupt gar nicht monetarisiert werden. Ja, das ist richtig. Aber grundsätzlich
Ja, es gibt auch dieses Gerücht, dass im Jurastudium Paragraphen auswendig gelernt werden Nö. müssen. Dafür hast du doch deine Gesetzbücher. Also dein Handwerkszeug sind natürlich die Paragraphen, das stimmt schon. Du schlägst dich natürlich jahrelang mit Paragraphen rum, aber du lernst da keinen auswendig. Ja, genau. Zumindest nicht gewollt. Also du setzt dich nicht hin und lernst Paragraphen auswendig. Manche hörst du vielleicht so zum Erbrechen oft, dass du sie irgendwann auswendig kennst. Ja, das ist Gerade am aber, Anfang des das Studiums ist ist ja das auch vielleicht nicht. in der Chemie so. Ich habe ja mal angefangen, Chemie zu studieren und auch Chemieleistungskurs damals in der Schule gehabt. Wie geht's? Und da denkst du dir am Anfang ja auch, um Gottes Willen, ey, so eine Tafel mit allen Elementen. Und irgendwie so nach 2 Jahren oder so kannst du wirklich das ganze Periodensystem so auswendig hinschreiben, weil du halt die ganze Zeit damit arbeitest, die ganze Zeit damit zu tun hast halt. Und ja, da ist es halt dann auch relativ einleuchtend und gar keine große Sache mehr. Finde ich zumindest. Naja. Also du konntest dann wirklich auch hier die ganzen Formalladungen und alles, kannst du alles auswendig eigentlich. Wenn du dich da genug damit beschäftigst, ist das, glaube ich, auch überall so in jedem Job. Ja, du, das ist gerade bei Jura ist es halt am Anfang, die ersten 2 Semester, da gewöhnst du dich erstmal an die Sprache allgemein. Das ist ein ganz, ganz anderes Deutsch als das, was man sonst so Ja. kennt. Aber wenn man mal drin ist, glaube ich, versteht man dann auf einmal auch irgendwann, also das sagen halt irgendwie Leute, die teilweise halt wirklich schon Volljuristen sind, die sagen am Anfang im Studium, du hast halt echt nicht verstanden, was du da gerade liest. Ja, das kommt vor. Das kann ich Und mir irgendwann auch vorstellen. geht es ganz gut. So, ich habe gerade nochmal Fleisch gefarmt. Ah, sehr gut. Mal was hier in die Ah, die Health mit Futtertruhe. den Blood Packs, weil ich gerade am Erfrieren bin. Die Health geht 40 Sekunden lang, hat es einen Cooldown. Oh. Oh, wir haben einen Haufen Prime Meat. So, was haben wir hier, was haben wir hier, was haben wir hier? Oh, und meine Trolle hat wieder Hunger. So, hier kurz was essen. So. Ja, also ist auf jeden Fall ein cooles Studium. Ich wünsche dir auch da ganz viel Spaß damit, weil es mich auch irgendwie interessiert halt, ne? Also ich finde sowas echt durchaus interessant, auch so die Arbeitswege. Und dann, was du so als Richter machst, hast du ja auch eine krasse Verantwortung irgendwie, ne? Oh ja. Ist ja auch immer so der Fall. Sowas finde ich schon immer sehr interessant, wenn man da mal ein bisschen so über die Schultern gucken kann oder so. Sollte man das auf jeden Fall mal machen. Ich weiß auch, wir waren in der Schule mal zu Gericht mit einem Kurs halt. Also so öffentliche Verhandlungen halt. Und da siehst du erstmal, wie groß der Verwaltungsaufwand ist bei sowas, weil es ist nicht so wie im Fernsehen oder so, dass dann halt klar, da kommen die krassen Wendungen bei Richterin Barbara Salisch und so weiter. Ja. Also ja, im Prinzip ist es ja Käse, ne, was da sich abspielt halt. Ne? Aber viele glauben ja Ein wirklich, bisschen dass es so schon. ist halt. Ne? Es ist ja auch ähnlich. So die Prozessstruktur ist schon ungefähr so der Ich Ablauf glaube, sie wie. ist ja sogar auch Richterin. Ja, die ist gecastet, ne? Also die ist. Ist es keine Richterin? Doch, die ist Richterin, Ist aber Richterin, arbeitet ja. halt nicht mehr in dem Beruf. Also ob Ja, du dann genau. noch. Aber ich glaube, sie würde sich, wenn es jetzt komplett fi nur Fiktion wäre, also ich glaube, das, was wie die da reden und so, beziehungsweise ich muss sagen, es geht bei einer wirklichen Gerichtsverhandlung geht es viel lockerer zu als bei Ja, diesen das auf jeden Richterserien. Fall. Weil die reden dort, ja, dass es möglichst so nach amerikanischer Ja, Gerichtsverhandlung genau. aussieht. Ja. Das kommt halt Treten auch Sie noch nach hinzu. vorne. Ja. Das ist die Richter in deutschen Sälen, die sitzen dann oftmals einfach da. Der Angeklagte trete nun Ja. hervor. Ich meine, gut, aber was mich verwundert hat, ist, dass die Anwälte tatsächlich eine Robe Ja, anzieht. das gehört zum Protokoll dazu. Wessing. Also zumindest, wenn es der eine Anwalt macht, macht es der Gegneranwalt dann Genau. auch. Wenn keiner von beiden in die Tasche greift, dann lassen sie das Salar Ja. irgendwie auch. Da ist ein Alpha Wo? am Strand. Oh Gott. Ich flieg mal kurz hin und guck, ob es wirklich ein Alpha ist. Nicht, dass ich Ah, das doch, da jetzt vorne, das hier. ist ein Alpha-Raptor, ja. Ja. Fett. Ich hab Aber der dir, kommt. Grumpy, ich hab dir übrigens einen Megalodon-Sattel in deine Kiste neben der Tür rein. Oh.
Aber mit dem gehe ich jetzt lieber nicht zum Megalodon, weil. Was? Der Swordball. Was gilt bei Alpha Raptor? Der läuft da unten Amok, ne? Der ist bei dem Wasser da unten, ne? Ja. Was machen wir? Nichts? Weil der killt jetzt auch den Megalodon und alle Fische da unten. Ich weiß es nicht. Können wir den besiegen irgendwie? Also wir beide sicherlich nicht. Aber vielleicht mit Dino-Hilfe. Ich möchte jetzt aber die T-Rexes. Das ist nee. Risiko. Ich will eigentlich. Das ist Risiko. Ja, komm, das mit zwei T-Rexen. Aber ja. Boah, also lieber verliere ich einen Megalodon, den ich gezähmt habe, als zwei T-Rexes. Ja, wenn der hier hochkommt, ne, dann haben wir auch ein dickes Problem. Nee, der kommt hier nicht hoch. Da müssen wir, glaube ich, echt nochmal hier bei dem Runterweg, müssen wir, glaube ich, echt noch irgendeine Barrikade errichten, weil das ist schon... Ja, das könnten wir eigentlich kurz machen, aber der ist da hinten gerade am Fressen. Ach, der kommt auch gar nicht zu allen Fischen hin. Dein Saltball war nur an Land wahrscheinlich so halb. Das ist auch gar nicht meiner gewesen. Nee, halt. Ach, das ist ja der so... Der gehört dem Patrick, glaube ich. Ja, ich glaube, der kann da nicht rein. Dein Saltball ist leider tot. Nee, der geht... Alter, wieso muss denn da jetzt ein Alpha-Raptor sein? Ich will da jetzt auch ungern runtergehen, weil der zerfetzt mich wahrscheinlich. Bären könnte man noch ein paar reinstopfen. Ich gehe mal noch Bären holen. Ich gucke mal, ob ich... Also ich habe übrigens, ne, Fleisch ist wieder auf dem Feuer. Cool, danke. Ich gucke jetzt mal kurz hier nach diesen Spikes. Hab ich hier nicht irgendwo Spikes? Staub? Staub, etwas Staub. Möchten Sie Staub? Etwas Staub? Etwas Staub? Das ist so geil. Möchten Sie Staub? Etwas Staub? Gut. Ja, hier. Da brauche ich Hide und noch Fiber. Geh ich mal kurz holen. Weil das ist mir wirklich echt zu unsicher. Ja, hoffen wir mal, dass jetzt hier nichts abstürzt dieses Mal. Mhm. Das wäre jetzt echt so ärgerlich, ey. Hau doch kein Stone ab, du Mongo-Trine. Diese Alphas, ne? Die sind schon... Das sind schon Viecher, ey. Die sind schon heftig. Irgendwie sind die ja cool, aber irgendwie auch extrem bedrohlich. Oh, ja. So. Wir haben halt auch, ich meine, wir haben jetzt coole Dinos, allerdings sind die vom Level her nicht auch nur annähernd in der Lage, mit einem Alpha mithalten zu können. Also irgendjemand hat auf dem Stream erzählt, dass ein Level 2 Alpha Raptor gerade so besiegt wurde von einem, keine Ahnung, 120er, 130er Carno oder so. Krass, ey. Also nur Dino gegen Dino. Und das finde ich, also wenn das stimmt, ich meine... Ja, da kamen auch schon Informationen. Teilweise, die können nicht so wirklich sein. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Also, das wäre ein bisschen übertrieben, finde ich. Ja, die leveln halt auch unterschiedlich hoch, ne? Unterschiedlich schnell. Das ist halt auch... Ja, aber ich weiß nicht. 120 Level Unterschied. Ist schon, glaube ich, gelaber halt, ne? Das ist schon extrem viel. Wobei ich meine, dass das, glaube ich, sogar Cracky oder jemand von Crackys Crew ja gut, aber erzählt hat. Bei denen, ganz ehrlich, da sage ich auch, die haben echt sehr viel Ahnung. Die wissen ja, deswegen, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich möchte auf jeden Fall das Risiko nicht eingehen. Nee, ich auch nicht. Weil, wenn die dann doch recht haben, dann sind unsere Dinos halt einfach platt. Oh, ja. So, jetzt hole ich noch ein paar Häute und dann klatsche ich da unten einfach mal ein paar Spikes hin. Weg. Jo, genau, ich bin auch gerade mit dem Dino unten, mit dem Rexy, aber auf der anderen Seite, wo der Raptor nicht hinkommt. Weil ich muss ein bisschen Chitin-Keratin farmen. Aber ich glaube, nachdem der Raptor jetzt hier gewütet hat, gibt es hier, glaube ich, gar nicht mehr so viel, was ich farmen könnte. Ja, vor allem bin ich da vorhin mit dem T-Rex durchgepflügt auf der Seite. Aber die Dinger habe ich nicht gekillt, ich habe nur größere Dinos gekillt. Ah, mal gucken, irgendwas wird sich schon finden. Boah, Alter, jetzt fehlt Wut oder was? Echt jetzt? Dem sein Stamina regeneriert sich aber auch gar nicht, ne? Kann das sein? Wessen? Nur von meinem sexy Rexy hier. Ah!
Ah, doch, jetzt. Gut. Achso, das kann ich echt gleich da unten machen. Muss ich das Zeug dann bloß so bauen, dass wir uns den Weg auch nicht komplett versperren. Mhm. Ey, warte mal, da unten in dem Wasser sind schwarze Steine. Ich glaube, da ist ziemlich viel Metall drin. Ist das Obsidian oder Erz? Das sieht mir eher nach Obsidian aus. Ich gehe gleich mal gucken. So, jetzt brauche ich erstmal Holz. Ich hoffe, der Raptor sieht mich nicht. So, dann craften wir hier mal noch so. Die Pikes. Wieso nur zwei? Was fehlt denn da jetzt? Ah, gut. La 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 la. So, fassen wir mal. Ah, das ist eine Schildkröte, das ist schon mal sehr gut. So. Ach ja, ja, wird hier jetzt gerade ein bisschen eine Farming-Folge. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig für euch. Aber ich schätze mal einfach nicht. Gehört ja auch dazu. Wir müssen ja von dem Spiel auch alles zeigen. Oh ja. Und da ist Farmen halt auch echt ein essentieller Punkt. Sind wir froh, dass wir auf so einem Server sind, weil auf anderen, auf dem Server, wo wir zuerst waren, ihr könnt euch erinnern, da ging das Farmen ja unglaublich langsam. Und das geht ja, da sind wir hier schon echt verwöhnt langsam, ne? Aber ja, auf dem anderen ging es halt echt viel, viel langsamer. Ja, wir müssen nochmal gucken, um das nochmal zu erwähnen. Also wir haben uns jetzt so ein kleines bisschen dagegen entschieden, eine längere Arc-Pause zu machen. Yeah, keine Pause! Aber es wird trotzdem einen Staffelwechsel geben. Zum ja. einen möchten wir eventuell noch eine dritte Person mit einbauen. Oh ja. Und zum anderen wird dieser Server hier sowieso, egal was wir machen, wird dieser Server hier offline gehen, vermutlich. Und, vermutlich, ja. Es kann aber auch ein Wunder geben. Kurzfristig noch irgendwie, ja. Auf jeden Fall könnte es wirklich sein, dass man eventuell dann mit irgendjemand anders auf einem anderen Server was macht. Oder eventuell, dass man selber zumindest fürs Let's Play einen kleinen Server sich genau. anmietet. Vielleicht sogar auch ein kleines bisschen größer. Muss ich mal schauen, wie das läuft. Da kann ich eventuell über mein Netzwerk auch was machen. Das wäre halt schon mega geil. Mhm. Und ja, da kriegt ihr auf jeden Fall noch Bescheid. Es wird auf jeden Fall, ihr werdet auf jeden Fall auf euer Arc nicht verzichten müssen. Das ist Fakt. Keiner muss auf Arc verzichten. Hallo, niemand muss auf Arc, außer wir, wenn gerade wieder Update ist. Wir könnten es uns auch gar nicht mehr vorstellen irgendwie. Also kannst du es dir noch richtig vorstellen, ohne Arc zu Let's Playen irgendwie? Nee, das ist irgendwie auch das Projekt, was mich irgendwie persönlich, nicht nur die Kanäle jetzt, unsere Kanäle, sondern auch persönlich am weitesten voranbringt. Ja. Weil es macht auch am meisten Spaß zu zweit, weil diese ganzen Solo-Projekte, ja, schön und gut, aber... jetzt probiere ich mal, ob das da unten Obsidian ist. Ich habe ja den Sarko, habe ich ja gekillt. Musst du mal sagen, wenn du hier reinreitest, wie du das findest, ob man das vielleicht irgendwie noch ein bisschen... Weil ich glaube, so wie die hin und her rennen, der piekst sich hier alles auf, wenn der hoch will zu uns. Ich hoffe. Und wir sollten hier eigentlich ganz gut auch mit T-Rexes durchmanövrieren können. Mal schauen, das werden wir dann gleich mal testen. Ich bin jetzt gerade mit dem T-Rex unterwegs und fahre mir etwas Chitin, weil ich brauche das für die neuen Technologien eben, die ich noch zeigen möchte in der Folge. Und hier ist so ein schwarzer Stein, der irgendwie komisch grisselig ist. Seht ihr das? Komisch, warum das nicht hier richtig angezeigt wird. So, was baue ich denn hier ab? Flint. Metall. Stein. Also bis jetzt wirkt der mal nicht speziell. Der Stein? Ja. Nee. Gehen wir noch da hinten her. Was sind das? Was sind das für eine Flosse, die da aus dem Wasser guckt? Könnte ein Delfin sein.